Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity 2. So, hier ist noch ein netter Schlüssel für uns, den wir uns dann auch gleich mal holen werden. Ja, also die Viecher waren nach einem Heil und einem Magietrank kein Problem mehr für uns. So, und wir kriegen den Schlüssel nicht, das ist doof. Kann man da, wenn man vielleicht sich einfach nur draufstellt? Okay, das war komisch. Ja, egal, den ignorieren wir jetzt erstmal. So, und hier geht's weiter und hier sind so die letzten Viecher scheinbar vor dem Hebel. Und ein untoter Krieger attackiert uns. Der ist jetzt aber auch kein Problem eigentlich. Wir haben gerade vier von denen gebasht. Na, zwei davon, das ist schon eher ein Problem. So, wir aktivieren mal hier wieder den Weg des Waldläufers. Oh, das soll so einen Effekt haben. Also sonst hatte das ja nicht so einen Effekt. Noch nicht. Und wir machen ordentlich Schaden. Aber die leider auch. Ja, in dem Modus, wenn wir also diesen Zauber aktiviert haben, sollten wir uns besser nicht treffen lassen. Das ist nicht sehr gut für unsere Gesundheit. So, komm. Das Viech ist auch tot. So, ist jetzt noch also ein Gegner übrig. Auf der Minimap steht ja. Ein Schamane und noch irgendwas. Mein Mana wird knapp. Wir attackieren einfach erstmal den Schamanen und machen schon ordentlich Schaden. Der hat ja auch nicht so viel Verteidigung. Und das andere scheint eine Art Heiler zu sein oder so, oder? Der Schamane kann sich nach neuestem selber heilen. Und er war gerade immun gegen unser Betäuben, was ich ziemlich scheiße finde. Wozu hat man eine Fertigkeit, wenn sie nichts bringt, einfach? So. Ich kann nicht. Ja, das andere wird ein Heiler sein. Verdammt, kein Mana mehr. Deswegen müssen wir jetzt schnell den Schaman ausschalten. Ach, gut, knapp noch geschafft, bevor er geheilt worden wäre. So, das Viech nimmt ordentlich Schaden. Und zum weiteren Verlauf werde ich jetzt, glaube ich, noch diese eine Kammer machen und dann aus diesem Teil erstmal verschwinden. Es kann nicht sein, dass die Viecher so stark auf einmal sind. Also wir werden nochmal bei den Antidrachenzonen gucken, ob wir da vielleicht nicht doch irgendwie die Sachen zerstören können. Oder ich schaue einfach nochmal im Handbuch nach wegen Antidrachenzonen, aber ich denke, die kann man wahrscheinlich auch ausschalten. So, und wir finden hier was. Wir finden nichts. Komisch. Hier war mal ein Drachentöter. Hier ist es ein bisschen Zeug. Aber hier kann doch nicht einfach irgendwie nichts. Was ist denn das? Kann man sich da draufstellen oder so? Oder? Ah ja. Wir haben das Buch von dem Typen. Von seinen untoten Beschwörungen. Ich denke, damit lassen wir das erstmal und kümmern uns dann. Ach, falsch, scheiße, ich habe das ja nicht mehr drauf. Kümmern uns erst später um den Untoten hier und werden uns jetzt dann zurückbegeben zu unserem netten Drachenturm. Und gleich mal das Untotenbuch oder das Totenbuch unserem lieben Igor geben. Viel So Spaß seid bereit damit. zu dienen, Meister. Darf ich euch dienen? Ja, ich habe das Buch, von dem ihr Sehr gesprochen habt. angenehm. Der Meister dient dem Diener. Aber nein, das darf nicht noch einmal geschehen. Dieses Buch wird uns sehr nützlich sein. Die Plattform wird dadurch nun noch stärker. Sasan wird sich darum kümmern. Sie dient euch ergeben. Ja. So, wir nehmen mal das Gold, weil wir es gerade dringend brauchen. Und wir haben ein Fertigkeitenbuch. Oh, wir können nochmal mit ihm reden, hat scheinbar noch Igor was. ist bereit zu dienen, Meister. Ich Darf möchte. ich euch dienen? Ja, halt's mal. Ich möchte, dass meine Kommandoplattform noch stärker wird, Igor. Wirklich, Meister? Nun, euer Wunsch ist mir Befehl. Ich kann hier weitere Kräfte entfalten. Oh ja. Ich werde das sehr gerne tun, wenn ihr das wünscht. Aber ich brauche etwas, um diese Kräfte zu kanalisieren.
Einen Ring. Einen Diener der Finsternis. Er ist im Besitz von Stone, einem Beschwörer des schwarzen Rings, der im Schutz seiner fliegenden Festung lebt. Okay. Als euer Diener muss ich euch warnen, denn er ist sehr gefährlich. Aber der Ring, einen mächtigeren Diener, könnt ihr nicht finden. Ich warte. Okay. Haben wir jetzt also auch noch einen Ring und ein Fertigkeitenbuch, das wir dann gleich mal anwenden werden. Hier. Nee. Hier, Vorräte. So, und den Fertigkeitenpunkt werden wir dann auch gleich mal ausgeben. Und um unsere Explosivpfeile zu verbessern, ja. So. 228. Und dass sie umfallen, auch noch eine schöne Wahrscheinlichkeit. So, und dann werden wir uns jetzt erstmal wieder... Ja, wobei, wir können ja durch die Tür gehen. Erstmal wieder in den Thronsaal begeben und da erstmal gucken, was unsere netten Leute hier so gefunden haben. Und einer ist nicht verletzt. Erfolg! Ich habe eine exzellente Bezauberung gefunden. Gut, her damit. So, und jetzt gehst du... Oh, Malachit. Das war ja so wertvoll. Ich glaube nicht, dass er es kriegt. Der kann noch mal ein bisschen Droxelit uns holen und die beiden hier. Es war ein Anfang. Ihr seid zu gut. Okay, dann müssen wir noch mal zu unserem Alchemisten, damit er die beiden Verletzten heilt. Wo ist er hin? Da. Seid so gnädig und sagt, wie Barbatos so gut wie. So. Seid so gnädig und sagt wie Barbatos euch so gut wie erledigt. So, und dann jetzt nochmal, danke. Seid so gnädig und sagt Tränke. Wunderbar. Ja, nochmal Trank für enorme Heilung. Das ist sinnvoll. So, und 4, ja gut, das passt schon. Und dann haben wir wieder ein paar nette Tränke. Und unsere Leute sind wieder geheilt. Ich bin mir unsicher, ob ich die jetzt wieder losschicken möchte. Ja, ich lasse die jetzt erstmal da, wo sie sind, den einen. Vielleicht die vielleicht auch nicht losschicken sollen und schick sie dann erst wieder los, wenn ich wieder gut genug Geld habe, dass ich sie auch ausrüsten kann. Und stattdessen, also ich werde jetzt erstmal wieder in den Orobasfjorden gucken, ob ich die Antidrachenzone zerstören kann, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das Spiel sowas von einem abverlangt und gegen die Viecher direkt kämpft. Ja. So. Und wir verwandeln uns in einen Drachen. Gleich, nachdem wir den hier gefunden haben. So. Und ein Diener Damians. Und ein toter Diener Damians. Ja, wir liefern uns hier jetzt eine kleine Luftschlacht. Und diese Teile sind immer noch da. Die muss man irgendwie zerstören können, diese Antidrachenzone. Und werden dann wahrscheinlich durch die Viecher da ausgeschickt, diesen Brutstättenturm da. Und haben wir ihm jetzt... Ja, wir können Schaden zufügen, gut. Aber halt nur mit Fernkampf. Dann rufen wir jetzt ein Viech. Ja gut, dass man die gut kämpfen kann, hätte ich auch drauf selber kommen können. Gut, das... war dann nur meine Dummheit. So. Verbrenne im epischen Atem des Drachen. Haben wir eigentlich ein schönes Buch für dich? Nein, leider nicht. So, und wir sollten eigentlich lieber die Dings angreifen. Haben wir jetzt eigentlich ein Viech beschworen? Na, wenn ja, ist das jetzt schon tot gewesen. Wir attackieren lieber den Turm. Die Brutstätte meine ich. Weil die wird das wahrscheinlich diese Antidrachenzone quasi aktivieren. Auch wenn da jetzt ziemlich viele Viecher sind. Das müssen wir jetzt einfach mal akzeptieren. Und schon ist die Antidrachenzone immer noch da. Ist die auch noch da, wenn wir die anderen Dinger zerstört haben? Weil wenn ja, dann ist es fies. Könnten die Viecher da mal aufhören?
Verdammt. Ja, dann ziehen wir uns kurz zurück. Aus taktischen Gründen rufen ein Viech. Wir haben aber auch extrem viel Mana als Drache. Und warten, bis wir uns wieder heilen können. Nämlich jetzt. Und dann heilen wir uns und greifen wieder die Antidrachenzonen an. Tja, die Türme können sich nicht bewegen. Verdammt, die... Aber wofür sind die gut, die Antidrachenzonen? Weil... So, es ist ein bisschen Viech und wir können nur mit Fernkampf was bewirken, beziehungsweise so welchen Angriffen hier. Ich hoffe, die Antidrachenzone ist weg, nachdem ich das hier... Komm schon. Ja, sie ist weg. Nee, sie ist nicht weg. Hä? Wie soll ich denn hier weitermachen? Weil gegen die anderen Viecher kann ich nicht bestehen, zumindest nicht lange. Wie sieht's mit Heiltränken aus? Okay, da habe ich 3 davon. Wieso habe ich dann... Nee. Das war gerade komisch, warum werden mir da 2 angezeigt? Egal. Na gut, vielleicht wenn wir die anderen Brutstätten auch noch zerstören. Aber ich denke, das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Also bis dahin, Leute. Ciao.